Crash Bandicoot ist wieder zurück. Wie einige bereits richtig erkannt haben, haben Jasmin und ich uns zerstritten und eine Woche lang nicht miteinander geredet. Hey, ich bin Daniel. Was? Also, ja. Das glaub, ist aber ein interessantes Spiel. Beides sehr glaubwürdig, sowohl der Grund als auch die Daniel-Imitation. Ja, es war diese kleine Spielemesse in Köln und... Da hat er mich einfach allein gelassen. Ja. Warum hast denn du in der Zwischenzeit es nicht weiter geletsplayed? Hätte ich das allein machen sollen? Ich weiß nicht, lass doch mal ein Like da, wenn ihr das auch ohne den Michi anschauen würdet. Ja, genau. Hijack mir halt meinen Kanal auch noch. Auch noch? Ja, mein das ganzes Leben! Schon der fünfte Kanal, den ich jetzt an mich reiß. Irgendwie sieht das verschwommener aus. Ja, ich weiß gar nicht mehr, hier waren wir schon, weil da haben wir dieses Ding. Ich glaube, wir haben ohne Scheiß übrigens in dieser letzten Folge von dem ersten Crash mit diesem ganzen Bibi-Beauty-Scheiß und Hashtag und so mehr Publikumsinteraktionen als gern geschehen, sage ich dazu. Gern geschehen. Weißt du noch, wie das geht, hier, Crash? Das ist wie Fahrradfahren. Das verlernt man. Das verlernt man, das ist voll gruselig und selbst nach 100 Jahren kann man so nicht. Nee, ich krieg das hin. Kannst du das? Das ist so wie kannst, nur in der Fremdsprache. Stand da gerade irgendwas, jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Hier hat uns noch was gefehlt. Warte mal. Okay. Das sein könnte, dass hier was ist. Verdammt nochmal. Okay, gut. So, was war sonst so los? Im Staat Dänemark. Was war denn in der Woche? Der Michi war weg. Was hast du hier gemacht? Malone. Ich hab hier die Chippendales eingeladen. Diese aber die sind nicht gekommen. Ups. Gibt's die denn gesagt, eigentlich noch? Ich hab gesagt, die tanzen nicht für hässliche. Ah, hallo. Ich glaube schon. Ups. Oh Mann, jetzt fängt das wieder an. Und was hast du damit zu tun? Der hat, einer hat gesagt, dass das ein witziges Trinkspiel wäre und dann gebe ich ihm recht, wenn man jedes Mal was trinken muss, wenn ich sag, oh Mann. Und das stimmt. Also macht es euch gemütlich an diesem Mittwochabend um 20 Schöne Uhr. Schöne Flasche Korn auf. Holt euch ein kleines Schnäppchen. Schnippes. Oder halt, da sind ja auch die Leute so ein bisschen ausgerastet, dass wir es gewagt haben. Die waren auf diesem Gamescom-Camp und es wird halt von Warsteiner mit ausgerichtet. Das heißt, da steht halt überall Warsteiner-Shit rum. Shit. Und dann war es irgendwie so, ja, weil wir jetzt hier Gift promoten würden. Und nichts anderes. Ist das vegan? Ist Warsteiner. Stimmt tatsächlich. Also Warsteiner ist wirklich furchtbar. Aber mein Gott. Die bezahlen deine Jobs. Ich fürchte, ach, das wird das. Wenn man so. Sicher, dass wir das noch nicht. Das haben wir doch schon gespielt. Ja, aber da fehlt uns der Edelstein. Ja. Weshalb auch immer. Ja, weil ich glaube, ohne den. Kisten haben. Schau mal, wieso hat man denn hier dieses Dings da? Kann eigentlich nicht sein. Kann ich hier nicht drauf springen. Jedenfalls, solange halt sinnlos irgendwie jedes große Fußballturnier im öffentlich-rechtlichen und im Privatfernsehen, gut, im öffentlich-rechtlichen würde ich eher nicht, aber im Privatfernsehen von irgendeinem Bierhersteller finanziert wird, wird man es vermutlich auch noch aushalten können, dass halt im Hintergrund von so einem Spielescheiß hier Logo entsteht. Ne? Und für wen hast du hier Bierwerbung gemacht? Ich habe in der Woche viel gearbeitet, wie immer. Was habe ich noch gemacht? Ups. Ich hatte ein Date mit meinem Bruder. Ah, scheiße. Was? Das haben wir doch schon. Da haben wir doch schon drüber gesprochen. Ach, fuck. Soll ich zum ersten Mal? Was? Was läuft hier in meinem Rücken? Hä? Was ist hier los? Weil mir so langweilig war. Netterweise vorbeigekommen und dann waren wir in der Stadt. Und ja, dann ja haben wir eine, das habe ich noch gar nicht erzählt, haben wir eine Blutspur verfolgt. Das war echt gruselig. Wir haben, das war seine Idee, wir waren am Stachus unterwegs und dann war da wirklich, also sah wirklich abartig aus, war da plötzlich so eine Blutspur. Ihr habt auch noch nie im Leben einen Horrorfilm gesehen, oder? Dann haben wir erst gedacht, dass die zu, da war halt eben ein Obdachloser, dann dachten wir erst, dass die Spur zu ihm führt, aber die ist dann weitergegangen und dann sind wir der hinterher. Und dann hat die eigentlich an der U-Bahn irgendwie aufgehört, aber so zwischendurch waren sie wirklich, wie wenn Teile vom Gehirn verloren gegangen wären, so ungefähr sah das aus. Also nicht sehr gesund. Da waren so rosa Stückchen drin. Ja, es waren schon große Stücke drin. Und dann haben wir da auch zwei Obdachlose gesehen, die geschlafen haben.
Und dann wollte er die eigentlich aufwecken, da habe ich gesagt, dass das aber vielleicht jetzt nicht so eine gute Idee ist. Wie komme ich denn da drum rum, ey? Was versuchst du denn? Ja, ich muss da doch mitten durch. Dann fahr doch mitten durch. Ja, aber der, guck mal, der macht immer so links und rechts, der bleibt nicht gerade. Das wird doch nix. Ah! Wie soll ich denn da drum rumkommen? Das hatten wir doch schon mal geschafft. Also jedenfalls, zu den Obdachlosen gehört es da nicht und dann war sie an der U-Bahn zu Ende. Ja, und dann sind dann wir was essen gegangen auf den Schreck. Aber nicht Leslie gerufen. Ja, er wollte es weiterverfolgen, aber ich habe gesagt, dass wir lieber jetzt nicht die Leute aufwecken sollten, die da schlafen, weil wenn die wirklich, ich meine, Teile ihres Gehirns verloren hätten, würden die da jetzt nicht einfach schlafen. Und die haben wirklich geschlafen, also sie waren nicht tot. Ups. Oder Liesel der Panzer. Das war ganz spannend, ne? Ja, toll. Das, wenn ich nicht hier bin, dann spannender, als was du in den letzten Jahren gebracht hast. Dann laufen hier die spannendsten fünf Freunde Detektivgeschichten. Toll. Aber ist jetzt nicht so, dass ich hier in dieses Loch rein müsste, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist man eher kaputt. Aber ich habe auch noch in meinem Leben noch nie Crash gespielt, also... Ja, aber das ist ja jetzt 2. Das habe ich ja auch nicht gespielt. Anderes. Hey, also ich glaub, das war nicht dumm. Gut. Der bewegt sich halt auch, wenn ich ganz gerade steuere. Kannst du bitte mal an die Leute denken, die jetzt gerade mit der offenen Flasche am Tisch sitzen? Oh Mann. Danke. Schau, jetzt halte ich ganz gerade. Ja, jetzt gibt er an. Ja, was war noch so los? Ich habe heute meine Salesforce Release Examen Prüfung für den Sommer 17 geschafft. Da kann man auch mal klatschen. So was erfahre ich im Let's Play dann. Was habe ich noch gemacht? Ich habe die Wohnung aufgeräumt. Auch nicht schlecht. Guck, siehst du, was der macht? Schau. Der fährt so störrisch. Hier, der fährt. Schau mal, wenn ich ganz gerade halt. Aber probier's doch mal mit dem Gamepad, mit dem Digital-Ding und mit dem Analog-Stick. Ich würde sagen, dass man ihn dann präziser steuern kann. Sieht doch gut aus. Schau mal. Geil. Easy peasy. Jetzt pass auf, ne, dass die wieder abtauchen. Ah, okay, das geht da hinten weg. Jetzt haben die Leute aber schon so ein bisschen rausgefunden, was du beruflich machst. Ja und? Schnaps. Ist das schlimm? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass das schlimm ist. Außer ihr wollt mich engagieren. Wieso, dann ist es schlimm. Ich denke, dass ich Prostituierte bin. Nee. Muss ich für meinen Job ja nicht schämen. Naja. Finde ich schon, oder was? Sag mal. Also, es ist nicht so was Ehrenhaftes, was ich mache. Wollen wir ne? da jetzt immer ein Geheimnis drin machen? Ja. Könntest du machen wie hier der von How I Met Your Mother? Please. Ach so, wie Barney sagt doch nie was. Oh, was er macht. Ja. Das haben sie auch ultra lame aufgelöst, fand ich. Ich weiß es gar nicht mehr. Was macht er denn nochmal? Naja, so am Ende kommt raus, dass immer wenn er sagt please, dass das eigentlich eine Abkürzung ist und seine Stelle dann da irgendwie please heißt. Also. Okay, das ist dumm. Ich habe jetzt Lost zu Ende geguckt. Das habe ich noch gemacht, wenn du weg warst. Spoiler Alert! Da war doch gerade das Season-Finale. Ach nee, halt, es war Game of Thrones. Es war... Ja, ich bin halt ein bisschen Spätzünder. Ja, fandst du dann am Ende auch nicht so gut, ne? Ich... ich habe schon gesagt, ich hätte mehr draus gemacht. Kann ja nicht jeder so verdammt kreativ sein. So wie ich es auch nicht bin. Aber man hätte es besser aufziehen können. Ist das bei dir bei Lost passiert? Hab ich ja schon gesagt. Leute, wir versauen uns jetzt Lost, also... Aber es ist eine Serie, die inzwischen was? 10 Jahre alt ist? 15 Länger Jahre alt ist? 12 Jahre alt. Ich glaube, das haben wir durch. Genau. Also ich hätte gesagt, dass... Ich kann Karma. Halt mich nicht konzentrieren. Ja, weil du den Leuten gerade Lost spoilerst. Wird instant. Ja, das kann ich ja wohl machen. Ja, glaubst du. Aber dein Unterbewusstsein... Soll ich es jetzt machen oder nicht? Bei mir ist es doch wurscht. Okay. Also ich hätte es eben am Schluss so aufgezogen, dass ich es offen gelassen hätte, ob die Leute am Schluss durchgekommen sind oder nicht. Also wenn man zum Beispiel sieht, dass gewisse Leute es auf jeden Fall überlebt haben, also denen ist irgendwas passiert, aber die sind halt auf jeden Fall lebendig, weil sie eben auch noch mit anderen Leuten sprechen. Ich hätte die Leute
mit den bekannten Charakteren aus der Serie sprechen lassen, sodass es am Schluss eben offen geblieben wäre, ob die nicht schon von Anfang an tot waren. Mhm. Und jetzt eigentlich nur noch auf den Hauptcharakter, also auf den Jack gewartet haben. Ups, um jetzt halt endlich ins Jenseits aufzusteigen. Das hätte ich halt cooler gefunden, aber who am I to judge? Ich hätte mir ehrlich gesagt eine rationalere Erklärung für die ganze Serie gewünscht, als der Kristall übrigens. Ne? Hä, wieso haben wir den letzten Mal nicht gekriegt? Haben wir das Level nie abgeschlossen? Braucht er nur auf, wenn man alle Dings hat? Alle irgendwie Kisten, alle möglichen? Ja, eigentlich nicht. So, geht's. Also ich mochte schon immer die Mystery-Einlagen, das was es für mich auch irgendwie interessant gemacht hat, aber irgendwann wurde es dann zu abgedreht und ich hätte mir gewünscht, wenn das alles am Ende rational erklärt hätte werden können. Ach so. Dass es alles irgendwelche für den Nicht-Eingeweihten wirkt, wie ein, als wäre da irgendwas Übernatürliches am Werk, aber eigentlich ist es nur ein wissenschaftliches Forschungsprojekt, ist, was im Ruder gelaufen ist. Ja, so. Das stimmt auch. Und ich finde es auch nicht so cool, mit diesen in den schwarzen Rauch verwandeln und so, das war irgendwie... Aber naja. Ich habe bisher noch keine den Globus im Sturm erobernde Hitserie 5 Staffeln lang produziert, also. Ach ja, ich schon. Sie heißt Game of Thrones. Aber es ist bei dir ja auch so, Berufsethos. Du guckst es dann nicht, ne? Also du hast Game of Thrones komplett gemacht und hast da bisher nur nicht eine Folge davon geschaut. Ach so, jetzt hast du gecheckt, ja. Ja, weil es ist für dich halt immer, du siehst immer nur die Fehler, ne? Ich will mich nicht spoilern halt so, lassen. Du bist halt so dich da in die Arbeit vertiefen. Jetzt kommt's raus aus dem Mittelmeer. Das, wenn der Marco wüsste, ey. Dass er die ganze Zeit an der Quelle sitzt. Ich habe mit Marco schon seitdem wir das, darf man das sagen, was wir da aufgenommen haben? Ja, oder? Was haben wir aufgenommen? Was war, Wir haben bisher, es gibt noch ein Pen and Paper Projekt, wo... Ja, genau, wo ich mitmache. Also das Foto davon hatte ich ja damals schon gepostet. Ach, stimmt ja. Hey, wie komme ich denn da rüber? Ah! Ups. Wie soll ich denn da rüber kommen? Ich kann gar nicht springen. Hey, das ist jetzt aber gemein. Ich brauche doch den Müll. Hätte man da gar nicht auf das Surfbrett draufsteigen dürfen? Doch, muss man doch, um darüber zu kommen. Thanks for nothing. Vielleicht zählen die dann nicht? Muss. Ich glaube schon, dass die zählen. Das ist Crash. Ja, und da auf jeden Fall habe ich mit Marco versprochen, dass ich eine Folge Game of Thrones gucke. Hast du nicht schon weit vorher da das versprochen? Ach, scheiße. Ich habe bestimmt Marco schon mehrfach irgendwas versprochen. Ja, hä? Cool. Cool Story, Bro. Ich komme da aber nicht rüber, einfach so. Nee, es ist zu weit weg. Sicher. Warte, wie konnte ich weiterspringen, indem ich so slide, gell? Ah. Boah, hast du das gesehen, ey? Ja. Heilige Maria, Mutter Gottes. Ja, und wie komme ich von da vorne weiter? Das wäre jetzt aber dumm. Nee, du musst wieder zurück zum Surfbrett, damit du die aufgelöst hast. Oh je. Hey, das ist voll schwer. Ja, wenn es leicht wäre. An Tagen wie diesen wollte ich doch einfach nur mal die Seele baumeln lassen. Michi liebt es, wenn ich so rede. Ja, vor allem, wenn dann die Pointe eigentlich auch schon rum ums Eck ist. Aber dann kommen noch 5. Hä? Hast sehr gelacht. Ich hab damals echt sehr gelacht. Einfach mal ein bisschen Work-Life-Balance wieder ins Gleichgewicht bringen. Einfach mal ein bisschen die Füße hochlegen und die 5 gerade sein lassen. Einfach mal die Kirche ins Dorf zurückschicken, einfach weil sie da hingehören. So eine Kirche ins Dorf ist mal neu. Ich weiß. Einfach mal, weiß, Musik an, Welt aus. Einfach mal Kopf leer und ab nach... Einfach mal den Chef sein lassen. Ab nach Las Palmas, sage ich da nur. Einfach mal nicht Ballermann, sondern einfach mal hinlegen, schön Cocktail schlürfen, schön am Strohhalm nuckeln. Und Probleme sein lassen, ohne dass es dich betrifft. Auch seelisch mal auf Pause schalten. Ja, ist auch nicht schlecht. Einfach mal... Einfach mal machen, was man am besten kann. Einfach mal ein bisschen Headset auf und ein bisschen DJ machen. Wow!
Stupid. Nein! Aber ich habe ja Gott. Nein! Nein! Jetzt muss ich die Kiste nicht im Ernst schon wiederholen. Doch. Also leicht ist es nicht, mein Freund. Ich bin ganz schön verarscht. Jetzt kriegst du gleich extra Leben. Leben. Ich liebe sein Büro. Ich liebe die Leute, die sowas... Ich liebe die Leute, die sagen, ich habe so viel Stress, ich kann es mir gerade einfach nicht leisten, krank zu sein. Aber dann liebe ich halt auch die Leute, die sowas sagen wie, hey, weißt du, musst es manchmal einfach machen. Ich finde, es gibt nichts Wichtigeres als die eigene Gesundheit und die muss eben an Platz 1 stehen. Und dann bleibt der Papierstapel nun mal liegen. Dann kommst du halt eine Woche später erst dazu. Ihr seid beide dumm irgendwie. Ihr regt mich beide auf. Ohne dich wird die Firma so nicht abrennen. Schnauze. So. Okay. Also. Da sind die komischen Fische. Aber ich habe jetzt dieses Mal eine Maske. Gott sei Dank. Gottes Willen da. Aber war's das jetzt? Nein. Doch, oder? Ja, ich hab doch alle. Hä, willst du mich jetzt verarschen, oder was? Das ist ja weniger als die Hälfte, oder? Darauf. Oh, bin ich sauer. Oh, bin ich wütend. Das äußert sich bei dir mit Niesen, ne? Was hab ich? Das äußert sich bei dir mit Niesen, so, ja. Wenn du wütend bist. Du musst immer zweimal niesen. Mindestens. Oh. Na dann. Ja, das hat doch zumindest mal das Ding mitgebracht. Oh. Oder ist er wieder? Oh. 10 von 25 Kristallen. Du bist auf dem richtigen Weg. Mir geht die Energie aus, was die Kommunikation schwierig macht. Ich werde da gerade in den Tunnel. Ich zähle auf dich. Hä? Okay. Wieso lassen die denn immer die wichtigen Sachen raus? Ja, weil das ist doch alles Masche. Das Crash sein. He does his bidding. Runter. Ach, muss ich jetzt hier rein, oder? Oder? Das sieht so neu aus. Probier doch, das ist der Boss wahrscheinlich. The Boss. Komodo Brothers. Oh, jetzt ist mein Fuß eingeschlafen. Aufwachen! Hallo! Wir haben vorhin zu Abend gegessen und dann waren wir noch ein Eis essen. Und Michi hatte schon ein schlechtes Gewissen. Aber dann habe ich ihn beruhigt, indem ich gesagt habe, dass ich das Gleiche gegessen habe, plus Pommes. Und dann war mir schlecht. Hä, was ist denn hier los? Der Boss kam. Hä? Tja, warum ich mal haut der den denn? Weil es Brüder sind. Jetzt kannst du ihn wahrscheinlich im Schwanz hauen, Chemical oder? Chemical Brothers. Nee, irgendwie nicht. Hä, what are you doing? Hä? Hä? Kannst du auf den drauf? Ah, jetzt sitzt es wahrscheinlich, jetzt sitzt es wahrscheinlich. Oh. Ah. Hä? Hä? Ey! Damn, boy. Okay, jetzt check ich's. Da fällt einem nichts mehr dazu ein. Ne? Außer geil! Ich finde, das ist alles so. Ja, okay. Phoned in. Ja, wir brauchen da noch irgendwelche Tiere, die jetzt Boss kämpfen. Das ist doch alles irgendwie nicht geil. Also, diese ganze Mechanik ist immer so. Jetzt aber. Hauf! Hauf! Ist halt gar nicht so tricky, weil er halt gar nicht so richtig in meine Richtung fliegt, ne? Und weil ich einfach unverschämt gut bin. Mega. Mega! Einfach mal ausatmen und einatmen. Einfach mal 10 Sekunden lang die Stille genießen.
Meine Güte. Eintauchen und abtauchen. Einfach mal das Geschehene auf sich wirken lassen. Mal die Socken ausziehen. Ach, warst du schon? Kannst du es als höher? Hoch. Ah, hoch. Ja, eins. Es regnet. Plant Food. Oh Mann. Gut gemacht, Crash. Die Komodo-Brüder waren dir nicht gewachsen, aber jetzt bloß nicht übermütig werden. Es sind noch viele Kristalle zu bergen. Denk dran. Die Welt zählt auf dich. War das mit diesen 25? Ist es immer noch unser Ziel oder haben wir jetzt schon 25? Wir haben 10 von 25. Ah, okay. Es war eine lange Nacht, mein Freund. Und Spargelstecher. Mein guter Freund und Spargelstecher. So, das gucken wir uns aber trotzdem erst in der nächsten Episode an. Haben wir schon soweit. Oh Menno. Ja, oh Menno. Bis zum nächsten Mal. Oh Mann.